Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video zu den Farming Simulator 25. Hier wurden aktuell neue Fahrzeuge und Gerätschaften in dieser Liste hinzugefügt, und diese möchten wir uns hier gerne mal genauer anschauen. Wir fangen hier mal wieder von vorne an. Wir haben die Marke Abbey Attachments, da haben wir das Transportfass für Wasser, dieses Fass knapp 6050 Liter. Hiermit könnt ihr eure Gewächshäuser und eure Ställe mit Wasser füllen. Hier steht aktuell noch ein Coming Soon. Dann kommt hier die Marke Aggo, da haben wir hier den Aggo 8010 Series mit einer Leistung von maximal 225 PS und die jeweiligen Gewichte von 650 Kilo bis 2300 Kilo. Dann kommt die Marke Agrifac, da haben wir hier die Feldspritze. Diese hat knapp 400 PS, Arbeitsbreite 54 Meter maximal und Kapazität 6000 Liter. Auch hier steht aktuell noch ein Coming Soon. Dann gehen wir hier zu der Marke Acromas. Das ist aktuell der Flug. Dieser braucht hier 160 PS und hat eine Arbeitsbreite von 2,5 Meter. Auch hier steht aktuell ein Coming Soon. Da haben wir die Marke Albot. Da haben wir hier sämtliche Frontladeranbaugeräte und Werkzeuge für die jeweiligen Sachen, wie Ballenspieß, Silagegabel und mehr. Dann kommt hier die Marke Amazon. Da haben wir hier den Grubber. Dieser braucht 150 PS und hat eine Arbeitsbreite von 4 Meter. Und die Amazon Sämaschine, die Titan 15001-C, diese braucht 300 PS, hat eine Arbeitsbreite von 15 Metern und eine Kapazität von 7800 Liter. Auch hier steht Coming Soon. Dann kommt die Marke Anderson, da haben wir hier den Schwader. Dieser braucht 140 PS und eine Arbeitsbreite von 9,2 Meter. Auch hier steht aktuell ein Coming Soon. Dann kommt die Marke Annaberger. Da haben wir hier die Wechselbrücke, die HTS 22B.79. Die braucht hier mindestens 180 PS. Und das Güllefass mit dem Modell AW22.27 mit der Kapazität von 18.000 Liter. Auch hier steht aktuell ein Coming Soon. Dann kommen wir hier zu der Marke Antonio Carajo. Einmal hier haben wir hier den Kompakttraktor, den Mach 4R. Dieser hat knapp 98 PS mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Oder das Modell Tigre K 3200 GST findet ihr unter Autos zum Beispiel und dieser hat knapp 19 PS, Geschwindigkeit 30 km/h und Kapazität 890 Liter. Dann kommt die Marke Arcosin. Das ist aktuell ein Transportwagen für Ballen, für die kleineren Ballen zum Beispiel und hier steht aktuell noch ein Coming Soon. Dann kommen wir zu der Marke Bettner, da haben wir hier die Scheibenecken beziehungsweise auch die Sämaschine. Diese Scheibenegge braucht zum Beispiel 580 PS und hat eine Arbeitsbreite von 18,4 Meter. Die Sämaschine von Bettner braucht die allerdings dann nur 240 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter und eine Kapazität Weber bis zu 5400 Liter. Auch hier steht ein Coming Soon. Dann kommt die Marke Bergmann, da haben wir hier den Miststreuer und den Ladewagen. Der Miststreuer braucht mindestens 220 PS, Arbeitsbreite 24 Meter, Kapazität 25.000 Liter. Ladewagen haben wir hier aktuell eine Kapazität von 49.500 Liter und braucht hier 300 PS. Hier steht auch noch ein Coming Soon. Dann kommt die neue Marke, die hier hinzugefügt worden ist. Die Marke heißt Bomek. Da haben wir hier verschiedene Ausbringtechnik als Schleppschläuche, zum Beispiel hier das Modell Multiprofi 21/15, hat hier aktuell eine Arbeitsbreite von 21 Meter. Oder das Modell Multi 4XL hat eine Arbeitsbreite von 30 Meter. Hier steht aktuell noch ein Coming Soon dabei. Dann kommt die Marke Brandner, da hatten wir auch den Brandner TR34000. 2PT Plus. Dieser kann hier knapp bis zu 46.000 Liter laden. Auch hier steht ein Coming Soon dabei. Dann kommt die Marke Prielmeier. Da haben wir hier das Modell 29 EFI
findet ihr unter divers und hat hier 26 PS, Geschwindigkeit 8 km/h und Arbeitsbreite 4,2 Meter. Da haben wir hier die Marke Case, einmal hier den Großtraktor, den Quadtrac, den Mähdrescher AF11, das Schneidwerk für den Mähdrescher und natürlich die Baumwoll-Erntemaschine. Der Quadtrac hat hier 778 PS bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Der Drescher hat hier 775 PS, Kapazität 20.000 Liter, fährt hier 30 km/h. Die Arbeitsbreite von dem Schneidwerk liegt hier bei 15,2 Meter. Und hier die Baumwollerntetechnik hat hier 415 PS bei einer Arbeitsbreite von 6 Meter und einer Kapazität von 20.000 Liter. Auch hier steht ein Coming Soon. Dann kommt hier die Marke Klaas. Da haben wir hier den Klaas Mähdrescher Evion 450. Dieser hat 258 PS, Geschwindigkeit liegt bei 30 km/h und Kapazität 8000 Liter. Daneben haben wir hier das Schneidwerk dafür, das Modell Vario 26 hat hier eine Arbeitsbreite von 6,2 Meter. Jeweilige Gewichte von Klaas haben wir hier einmal das Modell W600 und das Modell W1800. Hier steht auch aktuell noch ein Coming Soon. Dann kommt hier die Marke Daibo, die Scheibenecke, Powershine 800, baut hier 180 PS, Arbeitsbreite 8 Meter und Kapazität 300 Liter. Auch hier steht ein Coming Soon. Dann kommt die Marke hier Deutz, das Modell 6CRVS Shift, findet ihr unter Kompakttraktoren und hat hier eine Leistung von 143 PS bei einer maximalen Geschwindigkeit von 50 km/h. Auch hier steht Coming Soon. Dann kommt hier noch eine neue Marke, die Marke DeWulf. Da haben wir hier aktuell das Modell P3CL Profi. Findet ihr unter der Kategorie Gemüseerntetechnik. Braucht hier mindestens 80 PS und hat eine Arbeitsbreite von 0,8 Meter. Daneben haben wir hier das Modell DeWulf GBC. Findet ihr auch unter der Kategorie Gemüseerntetechnik. Braucht hier allerdings 100 PS, Arbeitsbreite 0,8 Meter und Kapazität 5500 Liter. Hier steht aktuell noch ein Coming Soon. Dann kommt hier die Marke FarmTech. Da haben wir hier den Anhänger, den EDK 650. Kapazität wählbar bis 8000 Liter. Auch hier steht noch ein Coming Soon. Dann kommt hier die Marke Fendt, da haben wir hier einmal den Fendt 500 Vario mit 171 PS maximal bei 50 km/h oder der 700er Vario bis 303 PS bei 50 km/h. Auch hier steht noch das Coming Soon dazu. Da haben wir hier die Marke Fliege, die ist eventuell auch schon neu, das Modell Noah TTW 140. Ist hier jetzt auch dabei und damit könnt ihr verschiedene Tierarten hier transportieren. Dann kommt die Marke Great Plains, das ist auch aktuell eine Sämaschine. Solid Stand 1500 heißt das Modell, braucht 110 PS, Arbeitsbreite 4,6 Meter und Kapazität wählbar bis 1800 Liter. Dann kommt hier die Marke Grimme. Die haben wir jetzt auch neu dazu bekommen, das Modell mit der Gemüsepflanztechnik GF400 mit der Leistungsbedarf von 160 PS und einer Arbeitsbreite von 3 Meter. Und das Modell daneben haben wir hier das Modell aktuell GF800, findet ihr unter Gemüsepflanztechnik. Dieses braucht allerdings jetzt 270 PS und hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter. Auch hier steht sogar noch Coming Soon dazu. Dann kommt hier die Marke Horsch. Auch da haben wir hier Einzelkorn-Sätechnik. Die Maestro 9.75 RX ist natürlich auch neu. Braucht hier eine Leistung von 170 PS mit einer Arbeitsbreite von 6,7 Meter und einer Kapazität von 630 Liter. Auch hier steht sogar noch ein Coming Soon dazu. Dann haben wir hier die Marke International. Da haben wir hier den LKW, den Transtar 2 Eagle. Dieser hat knapp 400 PS
und eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Iseki haben wir natürlich hier das Modell TJW, findet ihr unter Kompaktraktoren mit der Leistung von 123 PS. Daneben haben wir hier die Reiserntetechnik, das Modell HJ6130, hat hier eine Leistung von 130 PS, Geschwindigkeit 12 km/h und Kapazität 2000 Liter. Und hier drunter haben wir noch eine Reispflanzmaschine, das Modell PRJ8D, braucht hier bzw. hat hier sogar 25 PS, Geschwindigkeit liegt bei 20 km/h und Kapazität 274 Liter. Da kommen wir zu der Marke JCB, da haben wir den Radlader mit dem Modell 4000 bzw. 435S, hat knapp 252 PS Leistung mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Dann kommt hier das Modell mit der Marke J&M, das ist aktuell ein Überladewagen. Dieser braucht mindestens 300 PS und könnt ihr wählen bis 41.400 Liter Kapazität. Dann kommt hier die Marke John Deere, da haben wir auch noch einiges dazu bekommen. Hier zum Beispiel der Kompakttraktor 3650 mit knapp 116 PS mit 35 km/h. Dann haben wir zum Beispiel noch den John Deere 6R Modell 175 bis 215 Mittelgroßtraktor mit der Leistung von 259 PS maximal und Geschwindigkeit 50 km/h. Sowohl der 7R findet ihr unter Großtraktoren, hat hier bis 388 PS mit 50 km/h. Der John Deere 9R findet ihr auch unter Großtraktoren, hat hier maximal 691 PS mit 40 km/h. Sowohl der Mähdrescher von John Deere, der S7, hat hier 625 PS maximal 40 km/h und Korntankvolumen 14.100 Liter. Das Schneidwerk, das Modell RD35F, hat hier eine Arbeitsbreite von 10,7 Meter. Dann haben wir noch ein Frontladerwerkzeug dafür und Frontanbauten, das Modell 663R. Braucht hier mindestens 90 PS. Und dann haben wir noch eine John Deere Ballenpresse, eine Rundballenpresse mit dem Modell C441R, braucht hier mindestens 110 PS. Und dann haben wir noch die jeweiligen Gewichte, Pickup 900 bis knapp Pickup 1100, 1150, 1800 und 1700. Das Lars Ford zur EZ1700. Auch hier steht noch ein Coming Soon. Jung Heinrich haben wir hier den Gabelstapler mit dem Modell EFG S50. Hat hier 57 PS und fährt 17 km/h. Kärcher haben wir hier aktuell 2 Stück. Findet ihr unter Divers. Und haben wir hier sogar noch Details. Leistung 9 PS und Geschwindigkeit 7 km/h. Kessler haben wir hier aktuell Holztransport. Mit dem Modell 144ND, damit könnt ihr Holz von A nach B transportieren. Kingston Trailer, das ist bestimmt ein Tiertransportwagen für Pferde, das ist aktuell auch noch neu, mit dem Modell Belvedere. Dann kommt hier die Modellmarke Knoche mit dem Speedmax 560, ist aktuell ein Mulcher. Baut hier 130 PS und hat eine Arbeitsbreite von 5,6 Meter. Hier steht aktuell noch ein Coming Soon daneben. Da haben wir hier Kotte Garant. Auch hier sogar neu zum Teil mit dem Modell TSA 30.000. Hat hier eine Kapazität von 30.000 Liter. Oder das Modell FRC 65. Findet ihr unter Gülletransport und hat hier eine Kapazität von 65.000 Liter und braucht hier mindestens 70 PS. Hier steht aktuell noch ein Coming Soon daneben. Krampe haben wir hier aktuell den Anhänger, die Halfpipe HP20 mit der Kapazität von 12.100 Liter und der Dolly 10L unter diverse zu finden. Krone haben wir natürlich hier die Rundballenpresse,
Baut hier 100 PS und ist aktuell das Modell Varipack V190 XC Plus. Auch hier steht noch ein Coming Soon daneben. Wir haben ja auch noch einen Krone-Trailer bekommen für die LKWs, der Auflieger Profiliner. Damit könnt ihr bestimmt Paletten von A nach B transportieren. Kubota haben wir hier aktuell das Modell RTV XG 850 Sidekick. Findet ihr unter Autos. Hat hier eine Leistung von 48 PS, Geschwindigkeit 65 km/h und Kapazität 430 Liter. Daneben haben wir hier das Modell RTV XL40W-H. Hat hier aktuell eine Leistung von 25 PS und fährt hier knapp 40 km/h. Kapazität 280 bis 1000 Liter. Dann haben wir hier noch aktuell ein Frontladerfahrzeug. Das Modell R46 hat hier eine Leistung von 61 PS und fährt 20 km/h. Auch hier steht aktuell ein Coming Soon daneben. Dann haben wir hier Kuhn zum Beispiel mit diversen Neuerungen, zum Beispiel mit der Kreiselecke, mit dem Modell HR6040 RCS, braucht hier 250 PS mit einer Arbeitsbreite von 6 Meter. Dann haben wir hier aktuell die Einzelkonsellmaschine, die Maxima 3TIL. Hat hier mindestens 150 PS und hat hier eine Arbeitsbreite von 6 Meter. Kapazität 595 Liter. Daneben haben wir hier Armeetechnik, das Modell GMD 8730 FF. Hat hier 120 PS und hat eine Arbeitsbreite von 8,3 Meter. Ein Ballwickler von Kuhn. Das Modell SW4014 haben wir hier, für die Silageballen zu wickeln. Und dann haben wir noch einen Futtermischwagen mit dem Modell RA142, braucht hier 90 PS und Kapazität 11.900 Liter. Und dann haben wir noch ein Einstreugerät mit dem Modell Primor 15070M. Dieser braucht allerdings dann 100 PS. Und hier steht aktuell noch ein Coming Soon daneben. Da haben wir noch Knevelland, da haben wir hier noch Einzelkonsellentechnik, die Optima RS. Braucht hier 180 PS, Arbeitsbreite 9 Meter, Kapazität 2660 Liter. Neu dazu bekommen haben wir hier das Modell Mini Air Nova Rich. Findet ihr unter der Kategorie Gemüsepflanzmaschinen. Braucht hier mindestens 50 PS, Arbeitsbreite 3 Meter und Kapazität 16 Liter. Da haben wir hier daneben die Mini Air Nova Fold. Findet ihr auch unter der Kategorie Gemüsepflanzmaschinen. Diese braucht 70 PS, Arbeitsbreite 6 Meter und Kapazität 32 Liter. Auch hier steht ein Coming Soon daneben. Bei Lizard haben wir hier aktuell einen LKW dazu bekommen. Das Modell Dragon hat hier eine Leistung von 170 PS, Geschwindigkeit 80 km/h. Und Kapazität wählbar bis 7600 Liter. Auch hier steht noch ein Coming Soon daneben. Load King haben wir hier diverse Trailer. Die hatten wir ja auch schon im ersten Video vorgestellt. Zum Beispiel hier der Kapazitätstrailer mit 75600 Liter. Oder hier der Load King Trailer mit der Kapazität von 51800 Liter. MacDon haben wir hier aktuell das Getreideschneidwerk mit einer Arbeitsbreite von 15,2 Meter. Modell FD250 Flextrapper. Dann kommt hier die Marke MacTrax, ist auch neu dazu, mit dem MacTrax Anthem 6x4. Hat hier eine Leistung wählbar bis 505 PS und fährt hier 80 km/h. Auch hier steht Coming Soon daneben. Marcel Ferguson haben wir hier wählbar, das Modell MF5700S, findet ihr unter der Kompakttraktoren, hat hier eine Leistung maximal bis 130 PS und fährt hier 40 km/h. Oder das Modell MF9S, findet ihr unter der Kategorie Großtraktoren, hat hier bis 425 PS und fährt hier 50 km/h.
Dann haben wir noch einen Zuckerrohrtransportanhänger mit dem Modell MF3012, kann hier knapp 28.000 Liter laden. Und hier steht noch ein Coming Soon daneben. Marke Merlo haben wir hier noch den Teleskoplader, der hat hier 170 PS und fährt 40 km/h. Mitsuri ist eine Einzelkorn-Sätechnikmaschine, ProTel 4TX-Zakt, und braucht hier mindestens 200 PS und hat eine Arbeitsbreite von 4 Meter. Kapazität 3400 Liter. Dann kommt hier die Marke Nadi. Das sind verschiedene Schneidwerkswagen. Einmal hier mit dem Modell N70 bis 30, N70 bis 40 oder N60 bis 45. Auch hier steht sogar noch ein Coming Soon daneben. New Holland haben wir hier aktuell den T7 LWB PLMI mit maximal 302 PS mit der Geschwindigkeit von 50 km/h. Findet ihr unter mittelgroßen Traktoren. Dann bei Großtraktoren haben wir den T8 Genesis Series mit 435 PS bei maximaler Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h. Dann haben wir hier aktuell Kompaktlader. Das Modell L318 hat hier 68 PS und fährt hier 18 km/h. Dann der Mähdrescher CR11 hat hier 775 PS, fährt 30 km/h und Kapazität 20.000 Liter. Daneben haben wir hier das Schneidwerk dafür mit dem Modell FT250 Flextrapper, hat hier eine Arbeitsbreite von 15,2 Meter. Dann haben wir noch den Häcksler, das Modell FR780 Feldhäcksler, hat hier 775 PS, maximale Fahrleistung 40 km/h und Kapazität 20.000 Liter. Oder auch hier die Vorsätze für eventuell wieder Pappeln zu häckseln mit dem Modell 130 FB und hat hier eine Arbeitsbreite von 2 Meter. Und noch ein Gewicht von New Holland mit dem Modell 1000, aktuell mit 1000 Kilo. Auch hier steht Coming Soon dazu. Nova kann man hier die Sämaschine, die T-Force Plus 950, braucht hier 415 PS, Arbeitsbreite 9 Meter und Kapazität 7700 Liter. Oxbow haben wir natürlich hier die Spinat-Erntetechnik und die Buschbohnen-Erntetechnik. Modell MKB 4TR mit 400 PS, maximale Geschwindigkeit 25 km/h, 35.000 Liter Kapazität. Oder hier das Modell BP2140E, hat hier 315 PS, Arbeitsbreite 3,3 Meter und Kapazität 15.000 Liter. Hier steht aktuell noch ein Coming Soon. Wir haben hier noch die Marke Paladin. Da haben wir verschiedene Kompaktladerwerkzeuge bekommen, sowohl Schaufel als auch Ballenspieß und eventuell andere Dinge. Auch hier für Steine zu brechen und gern mehr. Pöttinger haben wir hier aktuell den Flug dazu. Servo 25 braucht hier 85 PS, 1,2 Meter Arbeitsbreite. Da haben wir hier noch den Wender Alpinhead 4.4H, braucht hier 30 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,4 Meter. Dann den Ladewagen. Einmal den Boss Alpin 251, braucht mindestens 60 PS, Kapazität 16.100 Liter. Oder den Ladewagen Faro 4010D, braucht hier 130 PS und hat eine Kapazität von 26.000 Liter. Auch hier steht Coming Soon. Europa haben wir hier aktuell die Novaro Maus, Kapazität, beziehungsweise die Maus kann natürlich auch verschiedene Sachen aufnehmen. Leistung 354 PS, Geschwindigkeit 40 km/h und Arbeitsbreite 8 Meter. Dann haben wir hier die Europa Tiger 6S, Rübenerntetechnik, hat hier eine Leistung von 768 PS, Kapazität 43.000 Liter und Geschwindigkeit 40 km/h. Dann haben wir noch das Rübenvorsatz mit dem Modell RRXL 9X45, hat hier eine Arbeitsbreite von 4 Meter. Daneben haben wir hier auch die Rübenerntevorsätze, das Schneidwerk dafür.
beziehungsweise den Wagen dafür, mit dem Modell RRXL 9X45 Trailer. Und dann haben wir noch eine Europamaus 5, findet ihr unter der Kategorie Rübenverladung, hat hier 354 PS, Geschwindigkeit 40 km/h und Arbeitsbreite 10,2 Meter. Hier steht aktuell noch ein Coming Soon daneben. Rottne haben wir hier Rückefahrzeug F20D mit der Leistung von 278 PS und der Geschwindigkeit von 20 km/h. Bei Rudolf haben wir hier diverse Anhänger, einmal den TK280RP mit 18.500 Liter, den TDK301RP mit 18.500 Liter oder der TDK301RA mit bis zu 24.500 Liter. Die Marke Sale kann man hier als Scheibenecke TB100, braucht hier 12 PS, Arbeitsbreite 1 Meter. Und die Marke Samas mit Mähtechnik, das Modell KDF 341S, braucht hier 110 PS, Arbeitsbreite 3,4 Meter. Wender P8-890, Arbeitsbreite von 8,9 Meter und braucht hier 60 PS. Wir haben noch diverse Wintergerätschaften mit dem Jump 320, braucht hier eine Arbeitsbreite von 3,2 Meter. Oder der Tornado 252 braucht hier 90 PS und hat eine Arbeitsbreite von 2,5 Meter. Hier steht aktuell noch Coming Soon dazu. Dann kommt hier die Marke Schäffer mit dem Modell 23E. Dieser hat 41 PS mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Findet ihr unter der Kategorie Frontlader. Auch hier steht noch ein Coming Soon dabei. Shootemaker haben wir hier den Ladewagen Rapide 580V. Braucht hier 150 PS, Kapazität 35.000 Liter. Dann haben wir noch den Schwarzmüller Tieflader, den Lowloader 4A, dann bei Sennebogen den Teleskoplader 340G, hat hier 136 PS und fährt 40 km/h. Hier steht aktuell noch Coming Soon daneben. SIP haben wir hier den Schwada Favorit 254. Braucht hier 20 PS und Arbeitsbreite liegt bei 2,5 Meter. Auch hier steht noch Coming Soon daneben. Stiel haben wir hier die Kettensäge und die jeweiligen Markierungssprays. Da haben wir hier noch Touchfun. Findet ihr in der Kategorie Seilwinde. Das Modell EGV 65 AHG SG. Braucht hier mindestens 60 PS. Dann hier die Marke Thunder Quick Equipment. Findet ihr unter der Diverses. Damit könnt ihr bestimmt Diesel tanken und eure Fahrzeuge auffüllen damit. Hat eine Kapazität von 3750 Liter. Dann die Marke TMC Cancilla. Das sind verschiedene Mulcher. Einmal das Modell THX 180, braucht hier 180 PS, Arbeitsbreite 1,8 Meter. Oder das Modell TFR 250. Braucht hier 360 PS und hat eine Arbeitsbreite von 2,5 Meter. Hier steht aktuell noch ein Coming Soon. Die Marke TT für Zuckerrübentransport, Colossus 10.000, Kapazität 20.000 Liter. Die Marke Valtra mit dem S-Series, aktuell Großtraktoren zu finden, mit maximaler Leistung von 24 PS, 50 km/h fährt das Ganze. Hier noch ein Coming Soon. Die Marke Cetor mit dem Crystal HD, mittelgroß Traktoren zu finden, 171 PS und 40 km/h. Und dann die Marke Zunhammer, aktuell mit der Ausbringtechnik, mit dem Modell Wipro, hat hier eine Arbeitsbreite von 6,2 Meter und eine Leistung braucht das Ganze von 80 PS. Haben noch verschiedene Gülletransportanhänger. Einmal das Modell ULT 18 mit der Kapazität von 15.000 Liter oder das ULT 24 mit der Kapazität von 21.000 Liter. Und hier noch Coming Soon. Das war jetzt aktuell mal eine ganze Fahrzeuggeräteübersicht, was hier so Neuerungen erschienen sind.
Und wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was euch denn so hier am besten gefällt, ob ihr verschiedene Fragen habt, Anmerkungen oder gern noch mehr. Damit sind wir hier zum Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen und wenn ja, lasst mir gerne mal ein Feedback da. Besucht mich natürlich gerne auch auf meinem Twitch-Kanal oder schaut mal bei uns im Discord vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.